Hallo, herzlich willkommen bei Mathe-Kanal. Willkommen zu einem neuen Video zum Thema Gruppen. Heute schauen wir uns einen von den ja, ganz bekannten, also nach einem ja, mit einem Namen benannten Sätzen aus der Gruppentheorie an. Und erfreulicherweise ist das einer, der auch ganz einfach zu beweisen ist. Und zwar ist das der Satz von Burnside. Und der Satz von Burnside, der gibt eine vielleicht zunächst erst einmal ein bisschen überraschende Antwort darauf, wie man die Orbits einer Gruppenwirkung durchzählen kann. Also, ja, vielleicht sollte ich das kurz ein bisschen erläutern, diese Situation, über die wir hier sprechen. Also, wir haben eine Gruppe, die auf einer Menge wirkt. Also stellen wir uns vor, wir haben hier so eine Menge X, da sind irgendwelche Elemente drin, die ich jetzt hier vielleicht nicht notwendigerweise vollständig alle hingemalt habe. Und auf dieser Menge wirkt also eine Gruppe G. Und ja, dann können wir uns denken, dieses Element hier, ist das ein bisschen kleiner, ich glaube, man kann es sehen. Dieses Element wird vielleicht mit dieser Gruppenwirkung dorthin abgebildet und das, dieses Element seinerseits wird vielleicht dahin abgebildet und ja, das Zielelement vielleicht wieder zu unserem ursprünglichen. Dann hätten wir so einen geschlossenen Orbit und vielleicht wird dieses Element mit der Gruppenwirkung auf sich selber abgebildet. Also das wäre jetzt nur so ein Beispiel für so eine mögliche Gruppenwirkung. Und ja, wir wollen also eine Formel angeben, oder eigentlich steht die ja schon, mit der wir die Anzahl von solchen Orbits durchzählen können. Und ja, die wie gesagt, zunächst erst einmal ein bisschen überraschend aussehende Antwort, die Burnside darauf gibt, ist, du kannst die Anzahl der Orbits angeben als 1 durch G, also G ist die Gruppe und 1 durch G, also 1 durch G Betrag, genau gesagt, 1 durch G Betrag, also 1 durch die Mächtigkeit der Gruppe mal der Summe über die Fixpunktmengen der Elemente G. Also für jedes Element klein g aus der Gruppe schaust du dir die, jetzt hat Google was gehört, okay, danke Google. Bei der optischen Anzeige kannst du ganz deutlich erkennen, ob die Kamera eingeschaltet ist und Videomaterial an Google gesendet wird. Okay, jetzt sind wir wieder ein bisschen schlauer. Also die Elemente von der Gruppe G, die heißen klein g, und die wirken auf diesen Elementen von X. Und da gibt es jetzt also welche, die von G, also von den kleinen g nicht bewegt werden. Das sind die Fixpunktmengen, die zu diesen kleinen g gehören. Und dann kann man sich angucken, wie groß ist diese Fixpunktmenge für jedes g. Und dann summiert man ja diese Zahlen, die eben die Größe der Fixpunktmenge angeben, auf und teilt das Ganze, wie gesagt, durch die Mächtigkeit von g. Und dann ist das gleich der Anzahl der Orbits. Also in unserem Fall wäre das jetzt hier 2. Und ja, gut, das wollen wir beweisen. Bevor wir in den Beweis einsteigen, na, da fangen wir erstmal an mit dem Beweis. Also wie können wir die Orbits denn durchzählen? Also was können wir für einen ganz naiven Ansatz wählen? Also ich schlage mal folgenden Ansatz vor, den müssen wir gleich noch ein bisschen verfeinern. Wir können uns doch Folgendes überlegen. Wenn wir die Orbits durchzählen wollen, jeder Orbit ist ja Orbit von irgendeinem Element. Also zum Beispiel dieser Orbit hier, das ist ja eine Bahn, wo sich dieses Element hier unter der Gruppenwirkung drauf bewegt. Jetzt könnte unser Ansatz sein, zu sagen, ja gut, wenn wir die Orbits durchzählen wollen, dann gehen wir doch einfach diese Elemente klein x aus der Menge x durch und listen für jedes von diesen Elementen den zugehörigen Orbit auf. Jedes Element ist ja in einem Orbit drin, denn ja, die Orbits, also diese Eigenschaft in einem Orbit zu sein, das ist ja eine Äquivalenzrelation auf der Menge x. Die Menge x zerfällt in Orbits oder jedes Element ist eben in so einem Orbit drin. Und also könnten wir jetzt also hingehen und sagen, dann gehen wir jetzt also die Elemente durch und zählen sozusagen für jedes von diesen Elementen ein Orbit.
Und ja, dann würden wir so etwas Ähnliches bekommen, wie was hier an der Tafel steht. Nämlich dann würden wir über die Elemente x summieren und ja für jedes ein Orbit zählen. Aber das wäre noch nicht so ganz famos, denn, und deswegen steht das hier auch nicht, denn dann würden wir einen Fehler machen. Dann würden wir mehrfach zählen. Also jetzt hier so im Beispiel, dieses Element hier und dieses Element und das hier, die sind ja alle im selben Orbit. Wenn wir jetzt für jedes von denen immer diesen Orbit zählen würden, dann würden wir diesen Orbit, jetzt hier im Beispiel, dreimal zählen oder allgemein würden wir dann eben jeden Orbit so oft zählen, wie Elemente darin sind. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Deswegen zählen wir in unserer Summe nicht einfach nur Einsen auf oder addieren wir nicht nur Einsen auf, sondern wir teilen jeweils durch die Länge des Orbits, zu dem das Ganze eben gehört. Und natürlich sehen wir, dass alle Elemente, die zu einem bestimmten Orbit gehören, ja, die haben alle die gleiche Orbitlänge. Also das hier, dieses Element hier hat die gleiche Orbitlänge wie dieses Element hier. Naja, klar, weil es einfach derselbe Orbit ist. Aber so können wir auf jeden Fall die Orbits aufsummieren. Aber das ist noch nicht die Formel, zu der wir hinwollen, wo wir hier also so ein Durchschnitt praktisch über die Fixpunktmengen haben. Und um jetzt von hier zu dieser Aussage zu kommen, erinnere ich mal eben, und das ist diese Geschichte hier, an das Thema Nebenklassen und Bahnformel. Also, ja, ich hoffe, ihr erinnert euch auch. Also wenn wir eine Gruppe G haben und deren Mächtigkeit beschreiben wollen, dann können wir das so machen, dass wir sagen, die Mächtigkeit von G ist gleich der Mächtigkeit von einer Untergruppe U, also das ist jetzt irgendeine Untergruppe, mal der Anzahl der Nebenklassen, G modulo U. Ja, also das gilt allgemein, das gilt jetzt nicht nur für unseren hier betrachteten Fall, aber im hier betrachteten Fall können wir das sozusagen spezialisieren, diese Aussage, auf eine Aussage, die wir jetzt verwenden können. Und zwar nehmen wir für diese Gruppe U die Stabilisatorgruppe zu einem Element x. Also zu einem Element x aus unserer Menge x können wir die Stabilisatorgruppe angucken oder andere Leute sagen auch vielleicht einfach den Stabilisator angucken. Das ist also eine Gruppe, das sind diejenigen Elemente von G, die x festlassen bei der Gruppenwirkung, die also daran nicht ruckeln. Diese Gruppe Gx, die können wir zu jedem x anschauen, die hat eine Mächtigkeit. Und ja, das ist jetzt eben hier wie U im allgemeinen Zusammenhang so eine Untergruppe. Und dann können wir also, sagen, die Mächtigkeit der Gruppe G, ja, das ist gerade die Mächtigkeit dieser Untergruppe Stabilisator von X mal der Anzahl der Nebenklassen von dieser Untergruppe. Aber die Anzahl der Nebenklassen, das ist, und ja, das ist eigentlich streng genommen auch eine Aussage, die wir beweisen müssten, aber das ist auch etwas, was man weiß oder was man sich leicht überlegen kann, ist, also diese Anzahl ist gleich der Länge des zu x gehörigen Orbits. Ja, also es gibt hier eine Bijektion zwischen der Menge der Nebenklassen g modulo Stabilisator x und der Länge des Orbits von x. Und warum brauchen wir das? Das brauchen wir genau deswegen, weil wir hier diese Länge vom Orbit von x drin haben und über diese Länge, genau gesagt über 1 durch diese Längen von den Orbits x summieren. Und ja, und zwar können wir diese Form hier so verwenden, dass wir hier diese Orbitlänge hier mit g und gx ausdrücken, das Ganze hier in diese Summe reinpacken, das g, weil es ja nicht von x abhängt, natürlich vor die Summe ziehen. Und dann bekommen wir also 1 durch g Summe über die x und dann summieren wir über die Mächtigkeit der Stabilisatoruntergruppen, die zu den verschiedenen x gehören. Und ja, jetzt sind wir schon fast am Ziel. Jetzt brauchen wir uns nur noch eine Sache zu überlegen. Diese Stabilisatorgruppen, wie sehen denn die aus? Das sind doch so Paare g, x, für die gilt, dass g angewendet auf x gerade wieder x ist, ja? Weil es sind ja eben die Stabilisatoren. Und
Diese Paare, die können wir aber auch anders durchgehen, indem wir sagen, ja, statt dass wir jetzt hier die X durchlaufen, lassen wir die Gs durchlaufen. Und dann kommen wir genau zu dieser Geschichte hier. Wir summieren also jetzt hier statt über die X, über die Gs, gehen aber immer noch diese Menge von Paaren Gx hier durch. Und ja, statt dem Stabilisator gucken wir jetzt also die Fixpunktmengen an. Das übersetzt sich gerade, wenn wir diese Menge hier anschauen, auf diese Geschichte hier. Also wir summieren statt den Stabilisatoren jetzt die Fixpunktmengen, zu jedem G die Fixpunktmenge in X, die zu G gehört, und deren Größe. Und ja, dann bekommen wir insgesamt das Gleiche wie bei dieser Summation. Und ja, das ist natürlich genau die Aussage, die wir hier oben